Herzlich willkommen. Heute setze ich fort das Thema mit dem Dauerschleim. Nicht nur Sänger, sondern viele andere Leute, die Enge im Hals haben, Schluckbeschwerden haben, eine Dauerheiserkeit haben, berichten darüber, dass sie ständig Schleim zwischen den Stimmbändern spüren. Letztes Mal habe ich gezeigt, wie man die Zunge mit der richtigen Nasenatmung und Dehnung öffnen und entspannen kann. Heute zeige ich eine wichtige Muskelgruppe, heißt Musculus digastricus, wie man diese Muskel dehnen kann. Und wenn man dehnt, diese Muskel, der paarige Muskel, hat übrigens zwei Teile, dann wird der Schleim verflüssigt und gelöst. Ihr seht auf dem Bild, wo dieser Muskel sich befindet, hilft auch den Zungenbein zu heben und die Aufhängemuskulatur der Kehle dehnt nach vorne. Überhaupt die Kehlkopf wird mehr gespannt, die Stimmende werden besser geschlossen. Als Vorbereitungsübung werden wir zuerst den Mund öffnen und wir sprechen eine KKK ohne den Kiefer mitzubewegen. Nur die Zunge hinten macht den K-Buchstaben. Ka, 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 ka. Nicht ka, 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 ka. Jetzt schließe ich den Mund. Jetzt kommt viel schwieriger. Jetzt versucht K zu sprechen mit geschlossenem Mund. Hm. Ich habe gesehen, das ist mir auch nicht so einfach gefallen. Versuche ich zuerst den ganzen Mundboden entspannen, was nach oben zu heben. Wenn ihr ein bisschen hier hebt, dann spürt ihr automatisch eine Entspannung im Magenbereich, im Zwerchfell vorne und auch hinten bei den 12. Brustwirbel, wo das Zwerchfell hinten angesetzt ist. Jetzt entspannen wir hier unten, nach oben entspannen wir. Kommt immer eine psychologische Entspannung, darum Schleimbildung und Psyche hängt extrem zusammen. Wenn man nervös ist, es bildet viel mehr Schleim. Also wir sprechen K, versuchen wir mit geschlossenem Mund. Hm. Hm. Das ist genau der Punkt, wo der K gebildet wird, wo am häufigsten der Schleim sitzt. Das heißt, wenn ich diese K spreche, ich zwinge die Stimmlippen zu einem besseren Stimmanschluss und dann empfinde ich bei dieser Schleimhäute, diese Schleim, wo sehr häufig fast wie versteckt ist, beziehungsweise es ist wie eine Art chronischer Schleim, wo da sitzt. Und mit dem K kann ich diesen Schleim verflüssigen, weil die Stimmbänder besser geschlossen werden. Die Stimme wird auch nachher leichter und entspannter. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und macht bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Bis bald. Tschüss.